Die Fortuna gewinnt mit 4:0 gegen Jahn Regensburg. Unser Fortuna-Talk präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss EG mit Cello und nicht Jordi de Weis. Den darf ich entschuldigen. Beim nächsten Mal ist er ganz sicherlich gerne mit dabei. Heute hat es dann leider doch nicht ganz gepasst, aber ich freue mich sehr, dass Marcel Sobotka da ist und sag erstmal herzlichen Glückwunsch. 4:0 klingt jetzt erstmal nach einem deutlichen Sieg. Ganz so deutlich war es natürlich nicht. 60 Minuten habt ihr euch richtig schwer getan. Ja, ich glaube vor allem erste Halbzeit. Ich glaube, die hatten ja in den ersten 5 Minuten 3-4 Aktionen im Strafraum, wo sie ja, glaube ich, schon ein Tor hätten machen können. Ja, vor allem erste Halbzeit hätten wir, glaube ich, auch vorne ein bisschen konsequenter sein müssen, den letzten Pass ein bisschen genauer. Dann hätten wir schon in der ersten Halbzeit ein Tor machen können. Klar, und wenn du dann zweite Halbzeit ein Ding machst, das zweite machst, dann merkst du auch bei denen, dass sie letzte Woche 6-0 verloren haben und dann öffnet sich das Spiel und dann hast du es am Ende gut runtergespielt. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu diesen ersten 60 Minuten. Was war so unangenehm gegen Regensburg? Du hast es gesagt, sie haben in der Vorwoche ja ordentlich auf die Mütze gekriegt, waren natürlich auf Wiedergutmachung aus. Aber was war so eklig? Was war an diesem Spiel so schwierig? Ja, ich glaube, dass sie es gut gemacht haben, auf dem zweiten Ball zu spielen. Die haben vorne einen Stürmer gehabt, der 1,95 groß ist, auf den sie dann immer den ersten langen Ball gespielt haben. Wir haben versucht, vorne zu pressen. Haben den langen Ball erzwungen, aber dann auf die zweiten Bälle waren wir dann nicht immer so griffig, dass wir dann den Ball auch gekriegt haben. Und so haben wir in der ersten Halbzeit ein paar Probleme damit gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen besser in den Griff gekriegt und deswegen, ja, umso schöner, dass wir dann am Ende gewonnen haben. Ja. Wie schwer ist es dann auch selber ruhig zu bleiben, wenn man merkt, irgendwie geht da heute gefühlt erstmal nicht viel, dass man trotzdem konzentriert weiter spielt? Ja, das Gefühl, dass nicht viel geht, hatte ich eigentlich gar nicht. Das war klar, der Anfang war ein bisschen schwierig, dass wir da nicht so zum Fußballspielen gekommen sind, dass wir da einfache Fehler gemacht haben, auch ein bisschen lange Bälle gespielt haben, dann ein bisschen angepasst haben. Aber dann hatten wir trotzdem die Möglichkeiten nach vorne, auch schon in der ersten Halbzeit, dass wir da das Tor machen. Dann müssen wir einfach konsequenter sein und da schon versuchen, eher das Ding so ein bisschen auf unsere Seite zu ziehen. Deswegen unruhig bin ich eigentlich nicht einmal gewesen. Und die Zuschauer auch nicht. Zuletzt habt ihr schon mal kritisiert, dass es auf einmal auch Pfiffe gab. Gab es heute auch nicht. Die Mannschaft oder die Fans haben an euch geglaubt. Was war dann der Punkt nach dem 1:0, wo man gemerkt hat, okay, jetzt war das so ein Befreiungsschlag? Ja, nicht nur das 1:0, sondern dass wir dann relativ schnell auch das 2:0 gemacht haben. Und dann hast du auch gesehen, dass bei denen so ein bisschen die Köpfe runtergehen, weil die halt genau wussten, die haben letzte Woche 6 Kirschen gekriegt. So, und dann haben wir es natürlich mit den Kontern, sage ich jetzt mal, das 3-4-0 gemacht und dann ist so ein Spiel auch vorbei. Und das ist, glaube ich, das, was uns jetzt auch heute ausgezeichnet hat, dass wir nicht mehr das 2-1 zugelassen haben, dass wir da nicht nochmal ins Schwimmmitten gekommen sind, sondern vorne das dritte und das vierte nachgelegt haben und dann ist das Spiel auch schnell vorbei. 6 Spiele sind gespielt. Wie zufrieden bist du jetzt mit diesem Saisonstart, der gut losging, dann ein bisschen Punkte gelassen, sage ich mal. Jetzt ist man wieder ordentlich in der Spur. Ja, ich glaube, wenn du mich letzte Woche gefragt hast, war ich schon ein bisschen angesäuert nach dem 2-2 und auch gegen Fürth. Da hätten wir auch nicht unbedingt ein Unentschieden spielen müssen. Ich glaube, jetzt haben wir 11 Punkte nach 6 Spielen. Es ist auf jeden Fall in Ordnung, aber klar, Luft nach oben ist immer noch, wäre auch zu schön, wenn wir schon am Ende wären. Aber ich glaube, dass wir in keinem Spiel so unterlegen waren, dass wir nicht hätten gewinnen können. Und das ist schon mal das, wo man drauf aufbauen kann. Die Moral in der Mannschaft stimmt. Wir müssen nur in den einzelnen Momenten ein bisschen klarer sein, ob es defensiv oder offensiv ist. Und ich glaube, dass wir dann auf jeden Fall gute Chancen haben, die Spiele zu gewinnen. Wie siehst du den Kader jetzt? Jede Position ist doppelt besetzt oder teilweise sogar noch deutlicher besetzt. Konkurrenzkampf ist relativ hoch. Und ich glaube, die Qualität ist auch da, oder? Ja, Konkurrenzkampf belegt den Geschäft. Also wenn du unangefochtener Stammspieler bist und dann unter der Woche keiner hast, der dich so ein bisschen fordert, dann verfällst du irgendwann in so ein Muster, wo du eigentlich nicht mehr arbeiten musst. Aber wenn du immer einen hinten dran hast, der dich pusht, der dich im Training pusht, wenn du hohe Trainingsqualität hast, nur so kannst du dich verbessern. Du musst immer an dein Limit gehen. Und ich glaube, dass wir da einen guten, ausgeglichenen Kader haben. Und ich glaube, hat man auch heute gesehen, die Spieler, die reingekommen sind, haben direkt Volldampf gegeben. Und so muss es am Ende auch sein. Es war das erste Spiel 0:0. Ist das besonders wichtig? Ja, ich glaube generell für die Abwehrarbeit, für den Torwart ist es wichtig, dass man mal 0:0 gespielt hat, dass man da nicht wieder irgendwie ein dummes Ding hinten reingekriegt hat, sondern dass du mal dich belohnst dafür, dass du wirklich gute Abwehrarbeit leistest. Ich glaube speziell die Abwehrreihe und der Torwart freuen sich darüber heute. Dann lass uns am Ende nochmal nach vorne schauen. Nächste Aufgabe gibt es dann genau in einer Woche beim Auswärtsspiel in Heidenheim. Ich weiß gar nicht, ob ich in Heidenheim schon mal gewonnen habe. Also ich glaube, da habe ich schon häufiger gespielt, aber Heidenheim ist einfach eine starke Heimmannschaft.
die genau wissen, was sie jetzt seit Jahren tun, haben seit Jahren eine Kontinuität im Kader drin, mit dem gleichen Trainer, mit dem gleichen Ansatz, wie sie Fußball spielen wollen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen. Und wir werden die Statistik nochmal befragen, ob es vielleicht an Marcel Sobotka gelegen hat und Daniel Thun darüber informieren. Nein, Spaß beiseite. Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben, wünschen euch alles Gute und sagen Dankeschön für den Besuch am heutigen Tage hier bei uns in der Merkur Spielarena, hier im Merkur Business Club. Das war der Fortuna Talk, präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss AG mit Cello nach dem 4:0 gegen Ringsburg. Danke dir.